ein gelungener Start in die neue Saison. Der Tennisclub SCC lud auch in diesem Jahr alle Mitglieder, Freunde, Förderer und Interessenten zum Tag der offenen Tür ein. Das Wetter ist zwar heute nicht so schön, wie wir es erwartet haben, zu unserem Tag der offenen Tür. Wir lassen uns aber nicht verdrießen. Nicht nur ein volles Haus, sondern auch ein volles Rahmenprogramm wurde geboten, ob Frühstücksbrunch, Riesenhüpfburg, Freibier, Show-Events auf dem Center Court oder ein klassischer Tennis-Schnupperkurs für jeden und was dabei. Auf die Gäste wartete also auch in diesem Jahr ein bunter Strauß der Attraktionen zur feierlichen Saisoneröffnung. Ich finde es auch cool, dass die ganzen Sponsoren hier mit dabei sind und zum Beispiel, wir haben hier kostenloses Eis, eine Hüpfburg, dann haben wir noch einen Grill. Und vor allem für die jungen Gäste gab es beim Kinderschminken, Holzbasteln oder auf und in der Hüpfburg auch abseits des Tennisplatzes viel zu erleben. Wir sind ein neuer Sponsor beim SCC und freuen uns sehr darüber, dass wir dieses Jahr das erste Mal hier vor Ort sein dürfen bei dieser schönen Saisoneröffnung. Auch von uns blau-weiße Grüße von BMW Nefzka. Wir freuen uns, dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen als langjähriger Sponsor. Das Wichtigste war jedoch natürlich das Tennisspielen und diesmal hatte wieder jeder die Möglichkeit, einmal einen Schläger in die Hand zu nehmen und einen kleinen Schnupperkurs, ein Schnuppertraining zu absolvieren. Alle durften mal ausprobieren und zeigen, was sie drauf haben und man konnte auch was gewinnen und zwar ein Tennistraining mit Nikola Kiefer. Die besonders talentierten Kinder wurden zum nächsten Kiwi Day am 6. Mai eingeladen. Dort wird Tennisstar Nikola Kiefer sie dann noch einmal ganz genau anschauen. Ich bin mit meinen Nachbarn hier zu dem Tennisverein gekommen und habe jetzt meine ersten Tennisstunden und fange am Dienstag mit dem Gruppentraining an und freue mich total, Teil dieses Tennisclubs zu werden. Tennisspitzenklasse gab es dann auch noch zu sehen. Der SCCler und deutsche U16-Meister Benito Sanchez lieferte sich ein hochklassiges Einzelmatch mit Dominik Manns von den ersten Herren. Heute war also wirklich für jeden etwas dabei und der ein oder andere wird sicherlich auch seinen Weg oder die ein oder andere wird sicherlich ihren Weg zum TCSCC gefunden haben. Man kann also wirklich sagen, ein rundum gelungener Start in die neue Saison. Musik